Hallo liebe Leute, ich begrüße euch hier bei King of Retail und ja, heute habe ich vor, unser Geschäft weiterzuentwickeln und wir nehmen etwas auf für die Werbung. Da habe ich mich ein bisschen vorbereitet und weil die anderen sind nicht so gut geworden. Die anderen Werbeschilder, also beziehungsweise die, wie nehmen wir ein Werbeschild auf? Und jetzt will ich das mal mit einer besseren Vorbereitung nicht das Ganze mal auf. Okay, dann gehen wir mal hier rein in das Anpassen und gehen hier auf Poster. Dann haben wir eine leere Leinwand. Wir können verschiedene Layouts wählen oder Formate, wie es hier steht, für die verschiedenen Werbeschilder. Wir machen jetzt mal dieses Werbeschild, wählen uns die Art aus. Wir wollen Artikel entwerfen, also beziehungsweise ein Werbeschild für Artikel entwerfen. Und gehen dann hierher, zeige ich nochmal, gehen dann hier auf dieses Schild hier, auf Hochladen, auf dieses Panel. Und dann kriegen wir hier so eine Datei, wähle eine Datei aus. Wir gehen auf E, bei mir ist auf E. Dann auf Bilder. Dann gehe ich auf Drehts, auf MCM Smileys und dann gucken wir mal, was wir nehmen. Da habe ich mir einige hin gemacht. Eider, Sandwich, Couscous, Lange. Nehmen wir mal den Hippie. Das ist nicht richtig geschrieben, aber das ist okay. Da haben wir jetzt den Hippie uns ausgewählt. Wichtig ist, dass ihr die Datei schon auf eurem PC habt. Entweder auf C oder auf D oder auf E, je nachdem, auf welchem Laufwerk das ist, auf welcher Festplatte. Dass ihr das dann hochladet. Die Art ist wichtig. Dass ihr hier jetzt zum Beispiel Artikel auswählt. Wir können den Artikel einfügen, also erstmal eine Schrift einfügen. Die Schrift nenne ich Preis. Preis macht die Schrift kleiner, weil die soll hier unten hin an den Mund. Brauchen wir eigentlich nicht kleiner machen, oder? Hier den Rand mache ich schwarz. Den können wir dann mit Gliederung verstellen, den Rand. Ich mache es aber trotzdem kleiner. Mach 0,5, wenn das geht. Nee, geht nicht. So muss ich am Regler verstellen. Ich möchte gerne auf 0,5, jetzt ist die Maus aber so. So, 0,51 machen wir es halt mal. Hier 0,54. Hier 0,56 ist egal. Machen wir hier den Preis hin. Jetzt ist wichtig, dass wir den Preis noch auf, da wir verschiedene Preise einstellen möchten, dann später, je nachdem, die Preise sind auch nicht so wichtig, die sind für uns im Prinzip wichtig. Jetzt im Moment, die werden wichtig, wenn wir hier die Art Preis reinmachen. Dann sind die wiederum wichtig. Aber im Prinzip jetzt ist Artikel wichtiger, weil wir einen Artikel machen. Ne? Aber bei Preis ist wichtig, dass wir hier verschiedene Preise einfügen wollen später.
reinschreiben wollen, müssen wir hier bei Schnelltext, Quicktext, einen Haken setzen, dass wir dann später verschiedene Preise einschreiben können. Also das Schild immer wieder verwenden für verschiedene Preise und verschiedene Artikel. Jetzt setzen wir hier auf diesen einen Artikel ein. Das nennen wir auch Artikel. Artikel, den setzen wir hier oben hin. Können wir ein bisschen so hinsetzen. Das ist jetzt dieses Hemd oder dieses Sweatshirt ist jetzt nur ein Musterbeispiel für den Artikel. Das werden wir dann später auch noch in dem Schild selber ändern können. Das zeige ich dann nochmal. So, jetzt speichern wir das Ganze ab. Erfolgreich gespeichert. Jetzt gucken wir mal, wo wir es haben. Unter Artikel. Gucken wir hier mal, da haben wir es hier. Hier habe ich schon einige gemacht. Ich möchte aber ein paar neue haben. Gehe auf Schließen. Gehe auf Verdoppeln. Ich will das nochmal verdoppeln. Jetzt hat er mir eine Kopie erstellt. Jetzt werden wir die Kopie verändern. Artikel, jetzt hat er mir die Art. Artikel hat er mir behalten, aber die Schrift, den Preis hat er mir nicht. Der Preis ist hier. Preis ist heiß. Den müssen wir immer wieder aufmachen, um dann sichtbar zu machen, weil so ist er weg. So ist er jetzt weg, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Jetzt könnte ich ihn überall hinsetzen. Ich muss erst den Haken wegmachen, dass ich den Preis wieder sehe, beziehungsweise die Schrift wieder sehe. Hierbei ist es jetzt der Preis. Und machen wir so. Wieder anhaken, dass wir dann später wieder einschreiben können. Und jetzt wieder speichern. Dann haben wir jetzt auf Artikel. Haben wir jetzt zwei verschiedene Formate. Ich möchte aber noch mehr Formate haben. Ich möchte auch dieses Format haben. Deswegen mache ich jetzt das Ganze hier so. Mach den Preis auf den Mund und mach den Artikel hier oben wieder hin. Sieht jetzt ein bisschen verzerrt aus, aber das soll mal egal sein. Das ist für uns im Prinzip, das Bild selber ist für das Spiel überhaupt nicht wichtig. Es ist einfach für uns, dass wir irgendwie ein schönes Bild kreieren. Halt für uns selber, dass wir uns selber dran erfreuen. Also ich mag das zumindest, diese Smileys. Die Smileys sind so mir ins Herz gewachsen und man sieht es auch an meinem Logo. Diesen Polizisten-Smiley, den Marshall. Und von daher gesehen, das haben wir gedoppelt gehabt, hoffe ich doch, und speichern es ab. Gucke ich nochmal, ob ich es gedoppelt habe. Ich habe es nicht gedoppelt gehabt. Dann schließe ich das nochmal, doppel das nochmal und gehe nochmal zurück auf dieses hier. Und den Preis, den werde ich hier verschieben, anheften, speichern. Jetzt öffne ich nochmal dieses hier, weil ich gesehen habe, hier ist nur Preis. Hier ist Quicktext. Warum ich auch immer den Preis nicht mitgespeichert habe. Weiß ich nicht. Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Hier. So, jetzt müsste es eigentlich geklappt haben.
Ich hoffe, das Ganze ist soweit rübergekommen. Ich selber mache jetzt noch mal ein anderes. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wird das gelöscht. Beziehungsweise nicht gelöscht aus unserem Repertoire, sondern wird gelöscht aus dem Kreiermodus hier. Und dann gucken wir mal, ob wir uns ein neues rausholen können. Gehen wir wieder in unsere Datei rein, wo wir unsere ganzen Images haben, beziehungsweise unsere Bilder. Machen wir mal hier, bist du richtig? Nein, das machen wir nicht. Soll ja ein Smiley sein. Bilder, Drehts, unter Drehts habe ich es. Weil das eine ist so ein super Drehts. Das habe ich aber schon. Den mache ich mal, den Zigarre. Der ist auch cool. Der ist auch cool. Den machen wir mal auf Hochkant. Den machen wir mal auf Preis. Sieht aus wie so ein Mafiosi, ne? Aber den machen wir mal auf Preis in der Art. Jetzt haben wir keinen Artikel, aber wir haben die Möglichkeit, wieder einen Quicktext einzugeben. Hier ist schon ein Textfeld. Das nennen wir auch wieder Preis. Nur der wird nicht, ist nicht zu sehen. Das ist sehr komisch. Also lassen wir den weg. Lassen wir den weg. Löschen das Ganze und machen uns einen eigenen rein. Und nennen den wieder Preis. Den Ganzen hätte ich aber gerne wieder in Rot. Habe ich das verändert gar nicht. In Rot. Mal gucken, ob wir Rot finden. Lila. Orange. Rotröte am rötesten. Na. So. Dann machen wir wieder ein bisschen einen schwarzen Rand. Was ist denn hier los? Sieht man das nicht? Schwarzen Rand. So, genau, für den Preis. So. Das lassen wir jetzt auf 1. Und machen wieder hier. Quick Text und speichern uns das Ganze ab, kontrollieren, ob es abgespeichert ist und der Preis, da ist er. Den Ganzen hätte ich unter Preis auch gerne in dem Layout. Wir doppeln den wieder, machen den unter dem Layout, setzen den Preis wieder hier rein. Diesmal haben wir, wie gesagt, keinen Artikel, weil wir das unter der Art Preis speichern. Wir machen wieder auf Quick Text, auf Schnelltext und speichern das ab. Dann doppeln wir es wieder, weil ich hätte das gerne auch noch auf diesem hier. Machen den Preis kleiner. Ja, auf 50 rum. Da machen wir es so. Den können wir auch auf 1 lassen. Machen ihn halt nur kleiner, dass man den Mund und die Zigarre ein bisschen sieht. Klicken wieder auf Quick Text, Schnelltext und speichern das ab. Das kontrollieren wir nochmal.
Und ob wir auf Preis haben wir alle drei Teile. So, und das können wir mit jedem einzelnen machen. Wir holen uns dieses hier und machen das auf Buddy Time, machen den Quick Text, machen den auch auf Preis, machen hier wieder Quick Text. Halt, wir wollten uns den doppeln. Habe ich den gedoppelt? Ah. Den doppeln wir und machen uns den hier rein. Mein Lieblings hier, das Party Time. Warum auch immer, das gefällt mir am besten. Das gefällt mir einfach am besten. Quick Text speichern und dann mal gucken unter Preis. Da haben wir das Hochformat, Querformat, Querschmalformat und ja, so werden die Banner gemacht. Wir können noch mal eins machen, falls es nicht ganz klar geworden ist. Aber ich denke, ich habe es gut erklärt. Wir gucken auf dem Laufwerk, auf dem wir das haben. Gucken auf Bilder oder wo wir es auch immer hingesetzt haben. Smileys. Gucke ich mal. Nehmen wir mal telefonieren. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Das können wir auch auf Preis machen, die Art wieder eingeben. Auf Preis. Wir können allerdings auch doppeln und auf Preis und auf Artikel machen. Aber jetzt machen wir erstmal auf Preis. Das hier mache ich weg. Mach ein Textfeld wieder rein. Nenn dieses Textfeld wieder Preis, dass ich weiß, um was es geht. Ich verstehe das nicht. Rot. So. Der Preis. Dass man die ein bisschen besser sieht hier mit dem Telefon. Machen wir den Preis hier hoch. Und dann vielleicht komplett schwarz. Können wir das noch ein bisschen dicker machen, den Preis? Können wir machen, müssen wir aber nicht. Dann machen wir wieder Quick. Also Schnelltext. Und dann speichern wir das ab. Doppeln das Ganze. Machen das auch. Hier drauf. Wieder Schnelltext anklicken. Abspeichern. Und das Ganze geht dann hier auf 54 wieder. Jawohl, genau. Schnelltext wieder anklicken. Und dann abspeichern. Und jetzt immer noch mal gucken, ob wir es auch gespeichert haben.
Wir haben das eine, haben wir so gespeichert, weil ich es nicht gedoppelt habe. Also machen wir wieder zurück. Machen hier wieder 1 draus. Machen hier den Preis. Klicken Schnelltext an und speichern. Jetzt nochmal nachgucken. Deswegen immer nachgucken. Jetzt haben wir alle drei gespeichert, alle drei Layouts, die wir brauchen. Für die Schilder auf den Displays die Wäscheständer sozusagen mit Hochformat. Dann die Tischdisplays, wo wir die Computer drauf haben. Brauchen wir diese schmalen hier. Diese. Und für die Wände, falls wir im Querformat haben wollen, brauchen wir die Querformat Display. Nicht Displays, Bilder. Genau. So, ich denke, das ist jetzt klar geworden, wie wir hier diese Felder machen. Wie gesagt, wenn wir Artikel ausmachen, doppelt das gerade nochmal, wenn wir Artikel draus machen. Dann können wir auch einen Artikel einfügen. Den können wir einfügen, wo wir wollen. Ja, mache ich aber jetzt im Moment nicht. Das lösche ich wieder. Und jetzt habe ich es aber gedoppelt. Siehst du? Aber ist egal. Das kann man auch löschen. Löschen das hier. Und dann haben wir das erfolgreich einmal. Ja? So viel dazu. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ihr seid soweit zufrieden damit. Das Ganze schneide ich euch so zurecht, wie es sein soll. Und wünsche euch viel Erfolg beim Werbeschilder kreieren und viel Spaß vor allen Dingen. Ihr könnt massig viele Bilder im Internet finden. Schaut nur bitte auch, dass die frei sind. Dass das solche freien Bilder sind, die ihr dann auch verwenden dürft, um sie zu verwirklichen, falls ihr selber streamt. Ja? Okay, alles klar. Viel Spaß dabei. Macht's gut. Tschüss. Bye bye.